Hallo und willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. In der letzten Folge sind wir ja hier wer ist es? Bei der Pferdewechselstation gelandet. Leggy? Okay, jetzt wieder weg. Was gibt es? Genau. Und müssen jetzt hier wieder weitere Quests erledigen. Und zwar müssen wir 5 Dorfbewohner in den Glutsteinminen befreien. So, was hat der für Zu uns? lange waren wir von Der Mauern möchte, dass wir umgeben. gern Bottrop den Sklaventreiber umnieten. Schönen Tag noch. Und Problemo, Na, ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. das 10 Stück Lang Hirschfleisch. lebe Graumähne. Hirschfleisch. Freunde von Graumähne sind auch So, meine Freunde. Hirschzweiter, okay. Gut. Erstmal erledigen wir das Hirschfleisch. Das geht hier recht schnell. Ach Mensch, ist ja auch wieder Kacke. Hier laufen lauter kleine Rehs rum und wir müssen Papa umbringen. Aber alles für das Volk. Und scheinbar juckt es die auch nicht wirklich. Oh, der hat gleich dreimal dabei gehabt. Wunderbar. Gute Reise. Zack. Viermal. Ja, da ruhig mal ein bisschen spendabler sein können. Mann, Mann, Mann. Ich bin außer Reichweite. Der war wieder spendabler, der hat wieder zweimal dabei gehabt. So, der nächste Hirsch. Ich habe kein Ziel. So. Zweimal brauchen wir nur noch. Ich hoffe, dass der jetzt hier gleich beide Male gibt. Das ist zu weit. Und er gibt uns die zweimal. Wunderbar, damit hätten wir die Quest auch erledigt. Und wir machen uns auf Richtung Norden, um die Mine zu erkunden. Dum -dum 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 -dum. Ach, ich liebe Laufen. Ich liebe Laufen so sehr. Es gibt nichts Schöneres als Laufen. Wie ich sehe, sind wir auch schon wieder bei Level ab. Langsam bin ich wirklich am Überlegen, ob ich wirklich nach Westfall zeige. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Würdet ihr das gerne sehen wollen, die Vorgeschichte zu den Todesminen? Also, es wäre eine Questreihe in ein Gebiet. Wenn ja, dann schreibt es mir einfach in den Comments und dann mache ich das auch. So, um die Sklaven hier zu befreien, brauchen wir Schlüssel. Schlüssel haben die Typen hier. Ist noch nicht bereit. Und die Luchsen haben natürlich auch. So, dann können wir jetzt hier Sklaven befreien. Das war der erste. Und wir müssen an die Minen. Sowieso. Weil da der Dicke steht, den wir umkloppen wollen. Vielen Dank für den Schlüssel. So. Dum, 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 dum. Man hat da schon Schlüssel und braucht genauso lange, als ob er das Schloss knacken würde. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, wenn man so große, pelzige, krallige Pfoten hat, ist das, glaube ich, gar nicht so leicht, mit dem Schlüssel umzugehen. Würde ich mal schätzen. Ich würde Schlüssel haben, wenn ich mal gucke. Nicht eine Schatztruhe oder sowas? Ne, Herz. Herz brauchen wir auch nicht. Es ist verschlossen. Ruhm sei Gilneas. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Da kommen ja ein paar Freiwillige, die uns den geben wollen. Oh, fuck. Aber selbst vier Mann halten uns nicht auf. Im Gegenteil,
Wir kriegen sogar noch als Belohnung ein Level Up dafür. Ja, von einem Schlüssel, den wir brauchen, haben wir jetzt nur 4. Stört uns aber nicht weiter. Vielleicht sind wir nett und lassen ein paar mehr frei, aber ich glaube eher nicht. So. Jetzt müssen wir nur noch diesen fetten Klops umbringen. Diese Monstrosität. Und der Typi, der steht hier unten. Und zwar da hinten in der Ferne sehen wir ihn schon. Wasser brauche ich ja so. Ich bin außer Reichweite. Nicht genug Energie. Und damit wäre die Quest auch schon erledigt und wir können uns wieder auf den Weg Richtung Heimat machen. Ja, das ging schnell. Ich liebe Verstohlenheit. Schon cool. So, und da sind wir auch schon wieder am Ausgang und können jetzt genüsslich den Weg wieder zurücklatschen. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Irgendwie mag mich mein PC heute nicht. Habe ich das Gefühl, ich habe ja ab und zu mal so kleine Lecks. Die sollten eigentlich nicht sein. Schießt los oder zieht leider. Ich habe Acker da zu sehen im Hintergrund. So, wir haben die Auswahl. Markus Spitzhacke. Alles keine Option. Aber wir nehmen die mit, weil sie mehr bringen. Wenn wir sind verbunden durch einen Inventar ist voll. Na, wer hätte es gedacht? Hier war doch irgendwo, glaube ich, so ein Typi zum Verkaufen, wenn mich nicht alles täuscht. War hier nicht einer? Ist ja jetzt doof, wa? Was habt ihr zu erzählen? Beeilt euch! Dann gehen wir erstmal die Quest auf die Gelb. Schießt los oder zieht Leine. Genug der Plauderei für heute. War hier nicht einer, bei dem wir verkaufen können? Ich möchte ungern jetzt irgendwelche Sachen aus dem Inventar schmeißen, aber scheinbar muss ich das tun. Ach dir. Da stand sie doch, die gute Frau. Na, was haben so, wir denn hier? So, du sollst mal meinen Schrott kaufen. Und zwar habe ich jede Menge davon. Kauf das, kauf das, kauf das, kauf das, das, das. So, dann haben wir hier jede Menge Schwachsinn, den wir nicht mehr brauchen. Einfacher Deutsch. Weg, weg. Fleisch werde ich auch erstmal verticken. Malachit hebe ich auf. Nur genialische Händler sind ehrliche Händler. Was kann ich für euch tun? Die Spitzhacke geben. Es würde euch nicht gefallen, mich wütend zu sehen. Was gibt es? So, wir sollen 4 Infanteristen der Verlassenen umbringen. Und Exekutor Cornel, wer der Typ heißt. Cornel und Walnorf der Verrückte. Jo. Dazu müssen wir in den neben der Mine angrenzenden kleinen Dörfchen, wo sich die Verlassenen auch niedergelassen haben, hin und deren Bewohner umbringen. Boah, was ist das heute mit dem PC? Ich könnte
Nach dem Part muss ich jetzt mal gucken. Ich kann das noch nicht tun. So, jetzt war der erste Inventarist. Der ist auch hin. Ich will dich. Jetzt kommt der andere an. Der andere steht da hinten und da so im Zug und guckt wieder, wo er gemacht wird. Ja. Ich kann das noch nicht tun. Quatsch. So, wo standen die Typis denn rum? Executor Corner, da ist er doch. Der erste. Guckt der schneller aus den Latschen als seine kleinen Kumpels. So, und der Verrückte, der stand dahinter, genau. Der übrigens, das für alle, die WoW kennen und ICC waren, das Design von Professor solchen Mord hat. Also ohne Energie kämpfen ist echt doof. Oh, Tier, oh. So, die Quest ist auch erledigt. Das anstrengend an dieser Quest ist, dass eigentlich nur die kürzeste ziemlich schnell wieder spawnen. Tote sterben. Siehst du? Und da steht er schon wieder. Das ist echt der Hammer. Ja, du bist mir zu voll zum Angreifen. Diese Fähigkeit ist noch ungereift. Goodbye. So, jetzt weg hier. Wir wollen ja nicht sinnlos kämpfen. Beeilt euch. Jawohl. Leggy, Leggy. Oh, da gibt es einen schönen Deutsch, den wir natürlich haben wollen. Und zwar geht es jetzt darum, erringt den Sieg in der Schlacht um Glineas. Und wir haben schon angenommen, es ist an der Zeit. Oh Gott, es geht sofort los. Wunderbar, eigentlich wollte ich nochmal eine kurze Partpause machen, aber das hat sich jetzt wohl gerade gegessen. Oder? Ach ne, Quatsch, wir müssen den Typen mehr anquatschen, wenn ich das richtig sehe. Ja. So, ich werde hier kurz den Part beenden. Und im nächsten widmen wir uns dann der Schlacht um Glineas. Bis gleich.